entlang des gesamten gemeinsamen deutsch-tschechischen, nicht nur bayerisch-tschechischen Grenzverlaufs gibt es kein weiteres Städtepaar von der Größe und der Bedeutung des Paares Selb-Asch. Auf einer Länge von ca. 12 Kilometern stoßen die beiden Stadtgrenzen direkt aneinander und bilden über diese Länge gleichzeitig die Staatsgrenze. Der Kunstverein Hochfranken Selb thematisierte also erstmalig nach den trennenden Jahren von ca. 1940 bis 1990 das Leben zweier Nachbargrenzstädte, die tatsächlich einmal verbunden waren. Mit Wir zwei Miet war versuchten wir an das Zusammenleben vor weit mehr als 70 Jahren anzuknüpfen. Wir strebten die Verringerung von Entwicklungsunterschieden an und zielten auf nachhaltige, sichtbare Fortschritte in der Integration. Dabei waren wir uns bewusst darüber, dass wir noch bis zu zwei Generationen lang kulturelle Anlässe werden schaffen und begründen müssen, um das Trennende endgültig als überwunden einstufen zu können. Auf der Seite von Selb, vielleicht auf der Seite von Asch. Ideen, Gedanken aus dem einen Land befruchten das andere unmittelbar über die Grenze hinweg. Möglichst viele interessierte Menschen von beiden Seiten der Grenze banden wir in das neue Projekt ein, ließen ihre Ideen einfließen und nahmen dadurch Anregungen und Erinnerungen auf. Diese konnten von den beteiligten Künstlerinnen verwertet werden. Dafür hatten wir ein Internetportal eingerichtet, das als Forum für die Teilhabe möglichst vieler Deutscher und Tschechen diente. Überhaupt war das Projekt Wir zwei Miet war, Selb und Asch, hüben und drüben, Tami Tati, auf Interaktion angelegt. Nicht nur in der aktuellen Phase der Verwirklichung bis Juni 2017, sondern auch in den Jahren danach setzten und setzen wir auf Inklusion. Wir setzten ganz bewusst junge Künstlerinnen und Künstler bei den beiden Symposien Skulpturen und Fassaden ein. Deren zukunftsweisende Ideen waren gefragt, denn deren Generation wird das künftige Zusammenleben maßgeblich beeinflussen und gestalten. Außerdem wurde diesen ins Berufsleben startenden Kreativen eine Anschubhilfe für den Anfang geboten. Dame a Panova. Madame, Monsieur, Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Uvidíte. Now you will see, jetzt. Divadelní a dramatické pojetí. Inspirace Kolo. Theater und dramatisch Performance. Rad, Kreis, Kruch, Ring. Wesentliches Symbol dieses Projektes zwischen Asch und Selb ist der Kreis, der alles zusammenhält, umfasst, einschließt. Zwei Kreise nebeneinander, sinnbildlich für die zwei Städte, führten mich in der gedanklichen Weiterentwicklung hin zu einem ganz spezifischen Rad. Mit Hilfe des Radius ließ sich der Kreis gut in sechs Teile gliedern, wodurch Felder für sechs Künstler gebildet wurden, drei deutsche und drei tschechische. Jeder Künstler bekam ein Rad zur Verfügung gestellt und bearbeitete darin ein anderes, sein ihm zugewiesenes Feld. Die sechs Räder wurden vom Zentrum selbst bis zum Zentrum Aschs aufgestellt. Die Betrachterinnen und Betrachter
Einheimische wie Gäste werden so von Selb nach Asch und umgekehrt geleitet, ja förmlich gelockt. So finden Menschen zueinander und in die jeweils andere Stadt. Und außerdem aktivieren wir den Geist und die Fantasie der Betrachter, denn in der Realität gibt es kein Rad, das von allen 6 Künstlern gefüllt wurde. Die Zusammensetzung muss in den Köpfen der Beschauer geschehen. Michael Nosek, wer ist denn da? Auto. Ja, das ist Martin Luther dieses Jahr, das wissen wir. Alle Menschen, die es wollen, sollten der Entstehung der unterschiedlichen Kunstwerke beiwohnen können und später an jedem Aufstellungsort Station machen können und sich mit den Inhalten auseinandersetzen können. Somit erreichen wir während der Dauer des Projektes viele Menschen und werden in den Jahren danach zig bis sogar Hunderttausende von Menschen einbeziehen. Hinzu gesellte sich auch ein Ergebnis aus der Stadtakustik Urban Audio, denn die ist für jedes einzelne Gemeinwesen sehr individuell. Und deshalb war sie es wert, festgehalten und integriert zu werden. Zusammen mit den je 2 Wandbildern in Selb und Asch bilden die 6 Skulpturen nun die Tour, ein kultureller Themenweg, die jahrelang verbindend zwischen Hüben und Drüben wirken wird. Überhaupt betrachteten wir dieses große Kunstprojekt als die Geburtsstunde einer beispielhaften Europastadt Selb Asch, denn es liegen bereits handfeste, ästhetisch ansprechende Ergebnisse vor, die von einer großen Nachhaltigkeit sind und die sich darauf freuen werden, in den Folgejahren noch weitere Faktoren der Gemeinsamkeit angegliedert zu bekommen. Also wir stehen hier vor der Arbeit von Philipp Eirich, einem Nürnberger Künstler. Und er hat, so robust sie auch gefertigt ist, eine fast zarte Arbeit gemacht. Ein Wassertropfen, gefangen im Augenblick. Denn nur der Augenblick, diese Millisekunde, macht seine Form sichtbar, lässt erkennen, wie er sich aus seiner Begrenzung zwängt, verdeutlicht die Unmöglichkeit, einen Wassertropfen durch Gitter einzusperren. Wasser sucht sich seinen Weg und nur durch das Anhalten der Zeit und das Aussetzen der physikalischen Gesetze wird der Tropfen wie ein Stein sichtbar. Sichtbar machen, sich nicht einengen lassen, Anstöße geben, in Bewegung bleiben, das ist für Philipp Eirich Motto und zuweilen auch Motiv seiner Arbeit. Veränderungen sollen nicht akzeptiert, sondern provoziert werden. Auch und weil zu bewältigende Risiken eine stetige Selbstdefinition notwendig machen. Petra Krivova, die in Prag bei Jindrich Zeithandel studierte, zeigt eine reduzierte Arbeit, die als Extrakt eines gedanklichen Vorgangs gesehen werden kann. Augenfällig ist die exakt ausgemittelte Rohrkonstruktion, die wie stützende Schienungen behutsam die Konstruktion des geteilten Kreises umgibt. Auf 2 gegenüberliegende Flächen scheinen goldene Felder, die als Reflexionsfläche das Licht der Umgebung zurückstrahlen. Gold gilt als Symbol des Lichtes, als das herabgeholte Licht der Gestirne und der Transzendenz. Dieser Hinweis auf die Möglichkeit eines Überschreitens, Transzendere, und damit die Möglichkeit, neue Erfahrungen und Wahrnehmungen zu generieren und seine Vorstellungsvermögen zu erweitern,
bezieht sich nicht nur auf sichtbare, sondern auch auf gedankliche Grenzen. Und damit zieht Petra Gervola eine Linie von der Antike bis in die Gegenwart. Wir sind da noch. Ja, wir leben. Wir leben. Markus Bollinger aus dem Tölzer Land lebt naturverbunden. So ist es nicht verwunderlich, dass er in seiner Arbeit der Natur einen Platz gibt. Aus dem Ascher Stadtwappen entnimmt er die Eschen und zu den Zelb symbolisierenden Porzellankannen im Wasser schwimmen. Die fließenden Verbindungen sind für Markus Bollinger wichtig. Wer eine Weile am Standort seiner Arbeit verharrt, sieht die Verbindungen im fließenden Verkehr, im Austausch von Waren und Dienstleistungen, im Wechsel von Fähigkeiten. So verschwindet Trennendes und wächst Gemeinsames. Asch war einst ein Zentrum der Textilindustrie, Selb exportierte Porzellan in alle Welt und holte die Welt, um Porzellan zu gestalten, nach Selb. Beides hat sich im Fluss der Zeit verändert und dadurch bietet sich die Möglichkeit, Neues wachsen zu lassen. Shimon Cibulkas Arbeit erschließt sich auf zwei Wegen. Einerseits durch die von weithin sichtbare Geometrie der Linien und Flächen, die zur vorgeblich perspektivischen Form wird, andererseits durch seine Idee, die die formgebende Aussage verbildlicht, das Prinzip des Seileflechtens mittels vieler Stränge. In einer Seilerei laufen über vorgegebene Wege verschiedene Stränge, die eine Seele und einen Mantel bilden. Durch diese Vorgehensweise entsteht aus vielen dünnen Zeilen ein Geflecht, das zum hochbelastbaren Tau wird. Dass Stärke aus vielen Schwachen wird, kennt man aus Kinderreimen ebenso wie aus der Menschheitsgeschichte, nicht immer von hehren Zielen geleitet, aber wirksam. Dieses Ineinanderweben schlägt einen historischen Bogen zu der Ascher Stadtgeschichte und setzt sich fort bis in die jetzt hier erlebbare Kunstaktion. Der Nürnberger Künstler Walter Maschek bespielt mit seiner Arbeit den zentralen Masarykplatz in Asch. Ein Ort, den viele Menschen, Einheimische und Besucher kreuzen. So ist es nicht verwunderlich, dass der Künstler dieses sich begegnen als Motiv seiner Arbeit verwendet. Geknickte Eisenstangen entwickeln sich von unterschiedlichen Startpositionen ausgehend in verschiedene Richtungen. Sie bilden eine Textur aus sich berührenden und wieder voneinander entfernenden, sich trennenden oder verbindenden einzelnen Persönlichkeiten. Singuläres, das sich zu einem Ganzen fügt und eine vernetzte Struktur entwickelt. Lebens- und Entwicklungslinien nennt Walter Maschek die Vielzahl der Elemente und freut sich über jeden Ausbruch der zwar begrenzenden, aber auch ordnenden äußeren Form des geteilten Kreises. Christoph Kaplan, der sein Atelier in Prag betreibt, arbeitet vorwiegend installativ. Seine Arbeit bezieht stets das Umfeld mit ein und lässt den Betrachter die Perspektive auch gedanklich wechseln. Ein Propeller assoziiert ein Fluggerät und ohne den gebrochenen Flügel wäre der Propeller geeignet und gebaut, sich in Lüfte zu erheben, um Weite und Freiheit zu erleben. Durch seine Begrenzung im Aktionsradius kann er seine ihm zugedachte Energie nicht zu Höhenflüge nutzen, sondern zerstört sich selbst. Doch zählt nun das Ergebnis oder die Absicht? Ich meine, die Absicht ist das Primäre, der unbezähmbare Wunsch nach Freiheit, der Wille zur Veränderung, um Wandel herbeizuführen. Ich darf sagen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann, stellvertretend für unseren Ministerpräsident Horst Seehofer, der die Schirmherrschaft über dieses sehr gute Projekt übernommen hat.
Durch das Projekt und seine einzelnen Programmpunkte wollten wir bei dem einen oder anderen Menschen eine innere Resonanz hervorrufen, bei ihm ein Anrühren bewirken und daraus eine Veränderung auslösen. Ja, wir wollten Wirkung entfalten, Wirkung im öffentlichen Raum. Und das gelang uns dann besonders gut, wenn wir Wirkung in den Köpfen und Herzen der einzelnen Menschen erzielten. Dadurch erreichten wir Nachhaltigkeit. Das strebten wir vorrangig an. Der Einsatz der Kunst als Werkzeug dafür war uns viel mehr als ein willkommenes Vehikel. Wir setzten somit Zeichen des Widerstands gegen die Gleichgültigkeit und die Nur-Ich-Bezogenheit vieler Menschen. Wir errichteten damit Signale für das Wir. To je jako Ash a Self se zbližují, mezi tím je cesta a na jedné straně, kde jsou normální stromy a domy, žijeme my lidé, na druhé straně žijou v kulatých domečcích.